Startplatz der ersten Runde. So gut wie jeder Kampf wird hier mit dem Low-Kick eingeleitet. In diesem Fall von Jan. Versucht hier einen X-Kick. Weicht hier schön den High-Kick aus. Gutes kurzes Knie. Hier den Kick gecheckt. Scheint Jan wehgetan zu haben. Seinem Schienbein genau aufs Knie getroffen. Schöner Schlag zum Körper. Ersten gefällt mir hier sehr gut. Arbeitet sehr ökonomisch, schlägt wenig ins Leere, macht überlegte Techniken. Wieder gecheckt. Wechselt die Auslage hier, Jan. Geht in die Southpaw. Kommt vorbei. Ja, erste Runde. Und das ist das Resümee nach der ersten Runde. Auf jeden Fall lag hier keiner eindeutig vorne. Ich würde die Runde an Ersen werten. Hat in der Summe, denke ich, schon mehr Treffer gemacht. Wirklich harte Treffer hatte hier keine, also keine signifikanten Wirkungstreffer. Ich denke, Jan hat Schmerzen im Bein. An der Stelle würde ich gerne nochmal eine Wiederholung sehen. Zweite Runde. Leider eine ähnliche Körperstatur. Sehr länglicher Oberkörper. Schön gekontert. Harter Kick. Hat sich hier einen gefangen beim Vorwärtsgang. Ersten wartet so gut wie immer, dass Jan eine Aktion macht und versucht diese auszukontern, was ihm meistens auch ziemlich gut gelingt. Startet selten mal selber mit einer Aktion. Wartet meist auf Jan.
dabei. Beide geben sich schon mal die Hand. Auch diese Runde, keine einfach zu werdende Runde. Er hat einen sehr guten Reflex, was Leckick-Checks angeht. Hat ein sehr gutes Gespür dafür. Aber Jan trifft immer wieder mit sehr guten Haken. Schönes Dirty Boxing. Löst den Clinchbox sofort weiter. Connected mit vielen Händen. Hier in der dritten Runde Jan aggressiver als in den beiden Runden zuvor. Gefällt mir sehr gut. Ersen wirkt sehr erschöpft. Jan hier noch ziemlich frisch. Die letzten 15 Sekunden. Endet im Clinch. Die letzte Runde wird Jan geben. Er hat aggressiver gearbeitet, hatte härtere Treffer, war aktiver. Er sind viele im Rückwärtsgang. Schien auch so, als würde er einfach nur wollen, dass der Runde, dass die Runde vorbeigeht. Ich bin gespannt auf die Entscheidung. Einstimmiger Punktsieger. Der Kämpfer aus der blauen Ecke. Ja. Kann man nicht meckern.
zu den letzten drei Fights, die drei Main Fights dieses Events. Drei absolute Highlights, drei absolute Leckerbissen.